Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rum tata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Von Freiheit träumen, sollen's Feiern nicht versäumen, sollen tanzen auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Gäste hier im Konzertsaal der Musikschule. Mein Name ist Helmut Ertl, ich bin der Geschäftsführer der Volkshochschule Vaterstetten und habe das Ganze heute Abend mit unserem Gast, mit dem Günther von Lojewski, auf die Beine gestellt. Ich wage mich nicht, ihn vorzustellen, das wird er nachher selbst machen. Er hat in der Vorbereitung gesagt, er möchte gleich loslegen. Habe ich gesagt, Herr von Lojewski, das geht nicht, denn wir müssen einer Tradition folgen. Das waren Künstler der Musikschule Vaterstetten. Und zwar ist das der, jetzt habe ich es mir aufgeschrieben und finde es nicht, der Bene Gimpel, Gesang, Gitarre, Klavier, der Tristan Graf. Tristan Graf, Bass und Keys. Christian Arzberger, Gitarre. Und mein lieber, mittlerweile bekannter Musikkollege, der Fabio Neugebauer, Gitarre und Gesang. Die beiden werden uns nachher, wenn ich hier gesprochen habe, noch zwei Stücke spielen. Wir machen das deswegen, weil wir den jungen Künstlern hier die Gelegenheit geben wollen, vor Publikum zu spielen. Die haben einen kleinen Obolus bekommen für die Bandkasse und sie kriegen einen kostenlosen Auftritt im Internet, weil wir das hier alles live ins Internet übertragen. Also bessere Promotion für die Künstler gibt es, glaube ich, keine. Ja, ich bin sehr froh, dass das heute geklappt hat. Sie glauben gar nicht, was das für eine wahnsinnige Vorbereitung ist, bis so ein Abend stattfindet. Aber es hat total Spaß gemacht, vor allen Dingen mir, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist ja, also total komisch. Normalerweise rufen wir die Referenten an. Er hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Ertl, sagen Sie mal, soll ich da was dazu machen? Dann sage ich, Herr von Lojewski, Sie können von mir aus 1000 Vorträge anbieten bei uns, wenn Sie möchten. Aber er macht jetzt mal 2. Er wird dazu nachher noch was sagen. Ja, das Thema ist ganz wichtig. Ich habe das Lied Freiheit jetzt von den Künstlern gehört. Ich sage nur Einigkeit und Recht.
und Freiheit. Ja, das ist unser Motto in Deutschland, ja, nämlich unsere Nationalhymne. Und die besteht seit 1990 für beide Teile Deutschlands. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was für ein Segen das ist, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Es wird heute teilweise vergessen. Es wird auch manchmal zu sehr darauf herumgeritten. Aber ich finde, es gehört sich als überzeugter Demokrat und als überzeugter Bundesbürger, der ich bin, wenn ich eine Verantwortung habe für die Volkshochschule, dass ich hier das im Programm aufnehme. Und wir sollten alle stolz sein, dass das so gelaufen ist. Diese Veranstaltung findet statt innerhalb der Wochen der Toleranz. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir mit vielen Kooperationspartnern im Landkreis Ebersberg auf die Beine stellen. Und hier ist auch von unserem Kooperationspartner des Kreisbildungswerkes Ebersberg, Entschuldigung, der Andreas Stadler heute Abend da. Trotz Autopanne hat er es noch geschafft, hier pünktlich zu erscheinen. Hallo Andreas, grüße dich. Ich habe noch zwei Ansagen, ich bin gleich fertig. Wir haben hinten ein paar Getränke aufgestellt gegen eine kleine Spende, nehmen Sie das bitte gerne an, auch nachher noch, wenn wir miteinander sprechen. Vorne habe ich Infomaterial noch ausgelegt, schauen Sie da auch mal hin für die nächsten Veranstaltungen. Und dann bin ich, glaube ich, durch. Eine Sache habe ich noch, diese Veranstaltung ist einmal der interessante Vortrag. Dann haben wir aber drüben im anderen Gebäudeteil eine bescheidene, aber sehr, sehr gute Ausstellung eröffnet mit 20 Bildtafeln, die nochmal aufzeigt, chronologisch, wie diese friedliche Revolution dann geführt hat zur Wiedervereinigung. Können Sie sich vielleicht heute noch oder die Tage einfach mal anschauen, hier in die Volkshochschule wiederkommen. Und jetzt bin ich sozusagen fast ganz am Ende. Ich danke dem Maxi Liebold, der Angehöriger unserer Streaming-Crew ist, dass er das wieder ins Internet übertragt. Auch mal hier bitte einen kleinen Applaus. Und jetzt hören wir, glaube ich, noch zwei Stücke und dann geht's weiter. Gleichnamige Buch.
and tea had gone out. 84 days now without taking a fish, and that's how life can be for an old man at sea. So think twice. Dass Sie heute gekommen sind und mir meine Rückkehr in die Öffentlichkeit erleichtern wollen. Und ich bin sehr froh, dass ich Ihnen etwas erzählen kann, was vielleicht doch noch Neues in diesen langen Debatten, die in den letzten Filmen, die in den letzten Tagen und Wochen gezeigt worden sind, über den 9. November 1989. Also ich will meine Erfahrungen hinterlegen, die ich gemacht habe, der ich an diesem Abend zweifelsfrei der Erste an der Mauer gewesen bin und die sicherlich subjektiv sind, aber die ein Kapitel beleuchten, das ansonsten in der Darstellung bisher zu kurz kommt und deshalb vielleicht auch für Sie nochmal von einem besonderen Interesse ist. Wie bin ich dazu gekommen? Ich werde mich ganz kurz einführen. So hat es der Herr Ertl mir aufgetragen. Ich bin 1935 in Berlin geboren, natürlich in Berlin geboren,
habe also noch die ersten Aufmärsche des Dritten Reiches miterlebt und dann die ersten schweren Bombenangriffe, die auch um mein Elternhaus getroffen haben. 1943 Evakuierung in Pößneck, Thüringen. 1946 Rückkehr nach Berlin mit einem schwerkriegsverletzten Vater. 1948 Auszug aus Berlin, das von der Blockade eingeklammert war und auch große Not litt. Ausflug nach Schleswig-Holstein, von Schleswig-Holstein nach Hamburg, von Hamburg 1950 nach Bonn, wo ich dann auch zufälligerweise noch das Abitur geschafft habe, ehe ich dann in Bonn angefangen habe zu studieren, Geschichte, Germanistik und Staatswissenschaften, in Innsbruck 3 Semester im deutschsprachigen Ausland zugebracht, 1960 Promotion zum... Okay. 1960 Promotion in Bonn bei Professor Braubach mit einer Arbeit über die bayerische Landesgeschichte. Noch heute ein Standardwerk in der bayerischen Geschichte. Und danach habe ich dann begonnen, als Journalist zu arbeiten, so wie der Vater. Erst bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, 3,5 Jahre später bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 1969 wurde ich zum ZDF berufen als Leiter der Nachrichtenredaktion. Ich habe dann zeitweise auch die Heute-Sendung moderiert, aber nicht, ich bin nicht der Erfinder des Heute-Journals, wie Sie bei Wikipedia nachlesen können. Also damit kann ich mich nicht schmücken. 1977 bin ich vom ZDF nach München gegangen, aus einer Reihe von Gründen, und habe hier die Leitung der Sendung Report übernommen. 10 Jahre lang und bin dann mehr oder weniger glücklich Anfang 1989 nach Berlin gewählt worden als Intendant. Wenn man mich dort eher berufen hätte, wäre wahrscheinlich auch die Mauer eher gefallen, denn kaum war ich da. Kaum war ich da, ist das passiert. Da habe ich dann noch einmal 10 Jahre oder fast 10 Jahre gedient, bis zu meiner ersten Pensionierung, und weil ich dann zufälligerweise gleich noch eine Professur bekommen habe an der Freien Universität, habe ich noch 12 Jahre an der Freien Universität drangehängt, dort ein eigenes großes Kolleg begründet, das sich vor allen Dingen erst mal nach Osteuropa gewendet hat, vor allen Dingen an junge russische Kolleginnen und Kollegen. Dann hat die Bundesregierung mir des Erfolges wegen auch noch Geld aus dem Marshallplan gegeben. Da hatte ich plötzlich an der Freien Universität junge Russen und junge Amerikaner zusammen, die sich über die Freiheit der Medien unterhalten haben, ein gutes Thema. Und dann bin ich auch viel nach Russland gereist, ehe ich dann mit 75 Jahren endgültig in die Pension gegangen bin. Noch heute habe ich eine Professur auch an der Lomonossow-Universität in Moskau. So, und nun sage ich Ihnen alles, was ich Ihnen jetzt darstellen möchte, beruht auf dieser Basis. Aber es ist natürlich subjektiv. Ich warne Sie. Also diese Erfahrung, die ich gemacht habe, hat an diesem Abend keiner gemacht. Aber sie sind vielleicht deswegen auch eben durchaus originell. Zum Vorfeld des 9. November gehört also zweifelsfrei einige Anmerkungen zum Zustand, zur Verfassung der DDR. Ich sage, die DDR war außenpolitisch zu diesem Zeitpunkt isoliert. Ungarn hatte bereits im Mai 1989 nahezu testweise die Mauer so ein bisschen geöffnet. Dann gab es das paneuropäische Picknick bei Sopron, wo dann also auch anschließend 2 Außenminister, der österreichische und der ungarische, den Zaun aufgeschnitten haben. Und danach gab es also über Ungarn eine Massenflucht. Das war ein Zeichen, dass es um die DDR nicht mehr so gut stand, denn sie war immerhin ja doch eigentlich eine der starken Mächte im Ostblock, mit dem jetzt also Ungarn sozusagen Schlitten fuhr. Damals hat dann der Generalsekretär der SED, Erich Honecker, den jungen Leuten, die geflohen sind, den Satz nachgeworfen: Wir trauern diesen jungen Leuten nicht nach. Dieser Satz ist, wie wir später erfahren haben, aus Anhörungen in der Volkskammer von Erich Honecker selbst in einen Kommentar der Nachrichtenagentur ADN hineingeschrieben worden.
Und er hat für sehr viel bitteres und böses Blut gesorgt. Die nächsten waren dann die Tschechen, wie bekannt, die Ende September plötzlich überfallen worden sind in Prag von Flüchtlingen aus der DDR, die ebenfalls ausreisen wollten und die dann sich mit 3.000 bis 4.000 Menschen unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen in der deutschen Botschaft, der Bonner Botschaft aufgehalten haben. Und dann durch Vermittlung von Hans-Dietrich Genscher, Sie haben also alle diese Bilder sicherlich vor Augen, mir kommen dann noch meistens die Tränen dazu, und dann also ausgereist sind. Eine Bedingung der DDR war, dass sie mit einem Zug durch die DDR ausreisen, politisch eigentlich unverständlich, sollte aber signalisieren, wir sind selbst Herr darüber, wer ausreist. Und wer ausreist, kriegt bei uns den Pass abgenommen und dann soll er bleiben, wo er will. Tatsächlich haben die Menschen über diese Vorgänge sowohl in Ungarn und in Prag erst aus den bundesrepublikanischen Massenmedien erfahren. Das ist ganz wichtig. Denn die DDR hat zu dieser Zeit noch immer ein Kommando gehabt ihres zuständigen Mannes im Zentralkomitee und im Politbüro, der für Propaganda zuständig war, Herr Herrmann. Wir berichten nicht über die DDR, über die Tschechoslowakei, wir berichten nicht über die jungen Leute, die ausreisen. Aber aus den Westmedien haben die Menschen in der DDR das erfahren und das gehört also zu diesem Verfall des Landes hinzu, dass die einige tausend DDR-Bürger dort, wo ihnen annonciert worden war, dass die Züge aus Prag durchfahren, auf die Brücken oder auf die Bahnhöfe gesprungen sind und dann auf die Züge aufgesprungen sind und mit ausgereist sind. Das war also sozusagen auch ein Punkt, der ganz erheblich zu diesem Verfall der DDR beigetragen hat, zur außenpolitischen Isolierung. Erich Honecker hat noch im Anfang Oktober auf eine Frage eines Journalisten, was sagen die zum Flüchtlingsproblem, gesagt, ja, gibt es denn ein Flüchtlingsproblem? Und der zuständige Politruck für Propaganda, Herr Herrmann, hat doch am 16.10. gesagt, nee, wir berichten nicht über die Demonstration bei uns im Lande, die nun im Oktober auch eingesetzt hatten, aufgrund dessen, was man erfahren hatte. Und dazu gehörte dann eben auch, dass, ich sage es noch einmal, die Bürger in der DDR mehr vom kapitalistischen Klassenfeind über ihr eigenes Land erfahren haben, als aus ihren eigenen Medien. Der Sender Freies Berlin hatte einen ehemaligen DDR-Bürger als freien Mitarbeiter, den Sie alle kennen, Roland Jahn, heute Leiter der sogenannten Gauk-Behörde. Roland Jahn war unter menschenunwürdigen Bedingungen aus der DDR verhaftet und ausgewiesen worden und hatte aber die Kontakte zu seinen Freunden gehalten. Und eines der Ergebnisse war, dass also nun zu diesen Montagsdemonstrationen in Leipzig regelmäßig ein Mann bereitstand mit einer Kamera, der auf den Turm der Nikolaikirche gestiegen ist, dann schnell mit der Kamera seine Fotos gemacht hat, die Treppe wieder runtergerannt ist. Dort stand ein Motorradfahrer mit laufendem Motor, der hat die Filme in die Hand genommen, ist über die holprige Autobahn nach Berlin-Ost gefahren, wurde dort von einem Boten des Senders Freies Berlin erwartet, der hat das abgepackt, schnell in die Soße gefahren, um das Filmmaterial, das wir damals noch hatten, zu entwickeln und regelmäßig um 20 Uhr wurde es dann in der Tagesschau gezeigt. Auch dieses gehört sozusagen zu der Wahrheit dazu. Und der bekannte, prominente Leiter der DDR-Auslandsspionage, Markus Wolf, hat im Nachhinein einmal gesagt, die eigene Medienpolitik in unserem Lande hat uns mehr geschadet, als alle Westpropaganda es getan hat. Dieses ist ein Kapitel, auf das ich sozusagen noch mehrfach, oder ein Aspekt, auf den ich noch mehrfach zu sprechen kommen werde. Schließlich haben die Bürger in der DDR auch über die Massenmedien aus dem Westen, die ja von ihnen empfangen werden konnten, erfahren,
wie die wahren Zustände in ihrem eigenen Land sind und in dem benachbarten anderen Teil Deutschlands, dass es die Schere des Wohlstands sich immer weiter geöffnet hat. Und es war also insoweit kein Zufall, dass Erich Honecker noch im Amt aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums der DDR also besonders sich bemüht hat, die DDR als einen potenten Staat auszuweisen. Er hat, glaube ich, 5 Millionen Rasierklingen extra in die Kaufhäuser geliefert. 2 Millionen Kaffeefilter, dann 2000 Farbfernseher. Und also in dieser Art sozusagen hat man zu kaschieren versucht, wie schlecht es auch im Innern um das Land steht. Ich sage also, die DDR war zu dem Zeitpunkt, als es im Oktober 1989, als er 40 Jahre alt wurde, im Grunde wundweit geschossen, außenpolitisch isoliert, finanziell und wirtschaftlich war sie nahezu am Ende und bankrott. Sie wissen, dass wenig kurz vor diesem Termin Franz Josef Strauß in Ost-Berlin gewesen war und einen Milliardenkredit vermittelt hatte. Sie wissen, dass der französische Staatspräsident Mitterrand noch nach Ost-Berlin geeilt ist, um einen Kredit anzubieten, der aber schon zu spät gekommen ist. Und der Chef des Bundeskanzleramtes, Herr Seiters, hat Herrn Schalk-Gorodkowski, der dort vorgesprochen hat, mit dem Auftrag des Generalsekretärs Honecker um Geld zu bitten. Seiters hat geantwortet, Geld könnt ihr haben, aber erst, wenn ihr freie Wahlen habt. Dies war eine ganz, ganz wichtige Bedingung, die ja dann auch eingetreten ist und über die wir dann auch noch zu sprechen haben werden. Auf jeden Fall war die DDR also außenpolitisch isoliert, innenpolitisch, finanziell und wirtschaftlich am Ende. Und innenpolitisch hatte sie ihre Glaubwürdigkeit verloren. Ich sage es noch einmal, die Menschen wussten aus ihrem eigenen Land, ihre eigenen Medien weniger, was passierte, als das, was sie aus den Westmedien zu diesem Zeitpunkt empfangen haben. Und damit sind wir sozusagen, wenn wir dieses Vorfeld uns sozusagen noch einmal vergegenwärtigen, sind wir nun beim 9. November 1989. Das war in Berlin ein trauriger, trister Tag. Ja, es war November, es war kalt, es war nebelig, es war feucht. Und der einzige Höhepunkt war, dass sich am Abend Toutes demi monde treffen sollte im Springer Hochhaus aus Anlass der Verleihung der Und deshalb Golden. Haben wir uns dazu entschlossen, heute... Nee, noch nicht. Und nur mal gucken, ob es geht. Also, das kommt gleich. Also das Einzige war, dass im Springer Hochhaus das goldene Lenkrad verliehen wurde und dort traf sich Toutes les Demandes und man hat sich das angeguckt und ist dann in die oberen Etagen gegangen, wo bei Springer immer das gute Buffets gab. Und kaum waren wir also alle oben angelangt in der 13. Etage, da kamen dann einige Menschen auf mich zu und sagten, Herr Lewski, wissen Sie irgendwas Näheres? Nee, was denn? Also da soll doch eine Pressekonferenz gewesen sein in Ost-Berlin. Und was hat der Schalk-Gorodkowski gesagt? Und ja, ich wusste also auch nichts Neues. Aber es war natürlich bekannt, an diesem Tag, dass zum ersten Mal der neue Generalsekretär der SED, Herr Egon Krenz, mit seinem Stellvertreter Günter Schabowski, das Politbüro und das Zentralkomitee eingeladen hatte zu einer ersten Bestandsaufnahme. Die Situation war, wie ihn eben beschrieben hatte, also auch Ihnen, auch diesen Politikern bekannt. Sie hatten sich sozusagen noch einmal zusätzlich um ihre Glaubwürdigkeit gebracht, als sie versucht hatten, etwas Dampf aus dem Kessel zu lassen, indem sie mitgeteilt hatten, wir erleichtern die Ausreise in die befreundeten Nachbarstaaten. Dann sind also die DDR-Bürger wieder zu Tausenden ausgereist, auf einem etwas einfacheren Weg.
Dann musste dieser Beschluss wieder zurückgenommen werden. Es darf nur ausgereist werden mit Pass und mit, ich glaube, 15 oder 30 Mark Ostgeld pro Tag. Dann haben sich die DDR, die Nachbarstaaten wieder beschwert, haben gesagt, was sollen wir mit Touristen, die kein Geld mitbringen. Ja, also dann musste dieser Beschluss auch wieder eingesackt werden. Also das hat an allen Ecken und Enden gebrannt. Und die Demonstrationen wurden größer und größer, bis am 4. November 1989 eine Million Menschen am Alexanderplatz versammelt war und dort sich angehört hat, wie einige ihrer Prominenten die Situation beurteilt haben. Günter Schabowski war dabei, ist aber im Grunde nicht zu Wort gekommen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich vieles von dem, was ich Ihnen heute erzähle, auf viele Gespräche mit ihm und auf viele öffentliche Diskussionen im In- und Ausland mit ihm zurückführen kann. Die DDR-Führung, die neue DDR-Führung, also derart verunsichert, so hat es mir Günter Schabowski erzählt, wollte ein Zeichen setzen und jetzt also auch die Reiseerleichterung noch einmal in Anspruch nehmen. Und zwar nicht nach dem Motto, die Partei beschließt etwas, sondern wir sind ein demokratischer Staat, DDR. Ich habe das immer bezweifelt, dass das demokratisch zu Recht besteht. Aber jedenfalls die Regierung beschließt es und dann passiert das auch. So war es also auch an diesem 9. November. Die Gremien tagten. Günter Schabowski war zeitweise nicht im Saal, weil er seine Pressekonferenz vorbereiten wollte, die für 18 Uhr wie üblich angesetzt war und große internationale Aufmerksamkeit versprach. Egon Krenz hat zu der Zeit dann auch noch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rau empfangen, aber kein Wort über eine neue Ausreiseregelung gesagt, wie Rau hinterher versichert hat. Und Günter Schabowski und Egon Krenz hat nachher sozusagen zum Schluss der Veranstaltung gesagt, ach, da haben wir noch diese eine Ausnahme, neue Ausreiseregelung. Die ist von dem Innenminister vorbereitet worden. Ihr habt ja alle gelesen und so weiter, also mehr oder weniger im Aufbruch. Ist einer dagegen? Nein, das ist das beschlossen. Und dann hat der Krenz dieses Papier, so Günter Schabowski, ihm in die Hand gedrückt und hat gesagt, du, das wird ein Knüller. Schabowski hat seine Pressekonferenz trotzdem so bestritten, wie sie alle waren, nämlich um 18 Uhr mit dem üblichen Parteichinesisch, nahezu eine Stunde lang, das kein Mensch verstanden hat. Zum ersten Mal wurde die Pressekonferenz allerdings live im DDR-Fernsehen übertragen. Und dann gab es gegen 18 Uhr, ich habe diese Daten also alle sehr sorgfältig recherchiert, wenn ich sie auch vielleicht manchmal mich um eine Minute vertue. Also gegen 18.55 Uhr etwa stellte ein italienischer Korrespondent, Herr Ehrmann, die Frage, ja und was ist nun eigentlich hier mit einer neuen Reiseregelung? Da habt ihr ja nun lange genug herumgearbeitet, was ist damit? Und Schabowski nimmt also einen Zettel, ja, das haben wir alles, bitteschön, jetzt hast du Auftritt. Jetzt bin ich aber ganz aufgeregt. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Aufregung? Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist, sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR, beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten.
Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß nicht, die Testpässe müssen ja... Also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber... Entscheidend ist inhaltlich auch so. Ist die, okay, danke. Das also soweit diese... Kenntnis ist das sofort. Diese, unverzüglich. Soweit diese berühmte Pressekonferenz, wo mit einer Fehlleistung Weltgeschichte geschrieben worden ist. Günter Schabowski hat mir gesagt, es sei beabsichtigt gewesen, dass diese Regelung am nächsten Morgen um 6 Uhr in Kraft gesetzt wird durch den Innenminister. Also wir sind nun also auch eine Stadt, die eine gewählte Regierung hat. Und das hatte er aber auf der Rückseite dieses Zettels nicht gesehen. Und nun passiert es also, dass die Bürger in der DDR zwar ihr eigenes Fernsehen sahen, aber diesen ganzen Sermon, den sie eben auch gehört haben, sicherlich nicht richtig verstanden haben. Und auch im Springer Hochhaus war also allgemeines Verwirren. Ich habe dann etwas getan, was man als Gast in einem Hause nicht tut. Ich habe mich auf die eigenen Füße begeben und bin also in die Fernschreibzentrale des Springer Verlages gegangen und habe mir die Meldung angeguckt und habe dann gesagt, also ich glaube, es ist Zeit, du gehst jetzt in dein Büro, du hast heute Abend noch viel zu tun. Das war auch deswegen so wichtig, weil der Sender Freies Berlin an diesem Abend eigentlich nicht vorbereitet war, dass solch ein Ereignis passiert. Vielmehr war es so gewesen, dass der junge Intendant, der da gerade wenige Wochen im Amt war und nicht von allen Mitarbeitern sehr gelitten wurde, dass der versucht hatte, dem Sender zu zeigen, da ist ein junger, neuer Mann und da kommt ein anderer Dampf in die Geschichte. Und ich hatte Helmut Kohl gebeten, weil er an diesem Tag nach Warschau reisen wollte, er möge doch zum ersten Mal also auch sicherstellen, dass Journalisten aus der besonderen Einheit West-Berlin einen Bundeskanzler in einem Ostblockstaat begleiten dürfen. Helmut Kohl hatte das durchgesetzt bei seinen polnischen Gesprächspartnern. Christian Schwarz-Schilling, der Postminister, hatte uns eigene Satellitenstationen zur Verfügung gestellt, mit dem Ergebnis, dass also die besten Übertragungswagen, die besten Kameras, die besten Mikrofone, die besten Reporter, die besten Tontechniker und Kameramänner alle in Warschau waren an diesem Abend, aber in Berlin natürlich sich mehr gefehlt haben. Also bin ich sozusagen selbst da in den Sender gefahren und habe aber dann noch ganz kurz mir 5 Minuten gegönnt, an der Friedrichstraße angehalten, habe mich dort mit den Grenzern noch mal unterhalten, sagte, na, was passiert denn heute Abend hier bei Ihnen? Ach, nichts, also Sie sehen nur Stress, Tristesse, es ist dunkel und es passiert nichts. Und wenn Sie morgen ausgenüchtert sind, kommen Sie noch mal vorbei, da sieht es genauso aus. Und dann bin ich also in den Sender gefahren und da kam etwa 10 Minuten nach Walter Bomper in den Sender, der auch auf dem Empfang gewesen war, aber mit Blaulicht wesentlich schneller zum SFB hatte fahren können. Und gerade aus dem Studio herauskam, wo er ein erstes Interview gegeben hatte. Und zwar nicht etwa einem politischen Redakteur, sondern weil halt die alle in Warschau waren, dem Sportreporter Joachim Sprenzel. Aber Sprenzel ist ja wirklich ein absolut guter Mann und hat das Interview ordentlich geführt. Und Momper hatte ihm also gesagt, es ist ein Tag der Freude, wir freuen uns außerordentlich. Aber wenn Sie jetzt kommen, kommen Sie bitte mit der S-Bahn, wir sind auf der Straße nicht vorbereitet. Das war das erste Interview von Walter Momper, so gegen 1930, 1935, das über die ganze Nachrichtensendung ging, über die ganze Stadt hinweg ging. Nein, es ging nicht nur über die Stadt hinweg, es ging über die ganze DDR hinweg. Aufgrund der besonderen Rechtslage Berlins war der Sender Freies Berlin der einzige Sender in der ARD, der über einen eigenen Sendemasten verfügte. Der war natürlich besonders hoch und mit diesem Sendemasten konnten wir sowohl im Hörfunk wie im Fernsehen die ganze DDR bestrahlen, mit Ausnahme des Tals der Unwissenden, bei Dresden und die Ostseeküste oben in Mecklenburg-Vorpommern. Ich kam also kurz nach Momper und seinem Auftritt in den Sender. Wir haben uns begrüßt. Ich habe gesagt, Herr Momper, ich vermute, Sie werden heute Abend nicht mehr in Ihr Büro kommen. Mein Büro steht Ihnen zur Verfügung. Wir haben uns also da mehr oder weniger auch in die Telefone geteilt. Und er schreibt in seinem Buch, ich habe das gar nicht mehr erinnert,
Ich hätte ihn also gefragt, na, wie lange geben Sie jetzt der Mauer noch? Und er hat gesagt, das wird schon noch eine Weile dauern, steht bei Bomber. Und der Lojewski hat ihm gesagt, ich glaube, das passiert heute Abend. Und das Ergebnis war, also das habe ich nicht gesagt, weil ich es besser wusste. Nein, das ist falsch. Ich hatte einige Hinweise von einem sehr hohen Diplomaten im Auswärtigen Amt, die haben mir von seinen Freunden berichtete, die die Botschafter waren in den Ostblockstaaten und die alle gesagt hatten, also das hält nicht mehr lange, die DDR ist bei uns Bulgaren und, oder Tschechen oder Slowaken, Tschechoslowaken im Faschismus, das hält nicht mehr lange. Das hatte ich im Hinterkopf. Ich hatte im Hinterkopf, dass mir der Staatssekretär von Bomber gesagt hat, Herr Lojewski, da ist Unruhe in der DDR, also wenn da irgendwas passiert, was West-Berlin tangiert, dann würde ich Sie bitten, dass Sie Verständnis haben, wenn der regierende Bürgermeister auf Sendung gehen möchte. Auch das war mir klar, darauf hatte ich sogar einen Anspruch. Also mehr hatte ich nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass ich auch sofort meinen Kolleginnen und Kollegen vermittelt habe, also jetzt ist unsere Chance, wir senden jetzt rund um die Uhr. Der Fernsehdirektor, mein Freund Horst Schettle, war gerade 5 Tage im Haus, also er kannte kaum die Studios. Er übernahm das dritte Programm, aus dem wir uns bei N3 mit dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen ausgeschaltet haben. Und die Hörfunkkollegen beschlossen also sozusagen nun sofort auf 3 Programmen, die wir hatten, auch zu senden. Das ist deswegen wichtig, weil es im Grunde kaum andere Medien gab, die zu dieser Zeit an diesem Abend präsent waren. RTL hatte seine Nachrichtensendung und Nachrichtenredaktion bereits geschlossen. Ebenso Sat.1. Beim Deutschlandfunk gab es, wie wir heute wissen, also eine heftige Auseinandersetzung zwischen den Berliner Kollegen und der Zentrale in Köln, die gesagt hat, wir senden das alles nicht, wir machen das normal in den Nachrichtensendungen. Also die fielen auch aus, bis 22 Uhr. Die Zeitungen hatten sowieso keine Chance, denn die mussten das gedruckt werden und dann noch verteilt werden. Und in die DDR kamen sie sowieso nicht mit den Zeitungen. Also der Sender Freies Berlin war an diesem Abend, und das ist meine Message, sozusagen derjenige, der mit seinen 3 Hörfunkprogrammen und, wenn Sie so wollen, ein Viertel Fernsehprogrammen die ganze DDR erreicht hat und mobilisiert hat. Wir werden bei einem anderen Gespräch, Herr Ertl, uns mal darüber unterhalten, wie weit die Macht der Medien reicht. Aber es ist für mich überhaupt kein Zweifel, dass an diesem Abend sozusagen die Macht der Medien gereicht hat, um die Bürger in der DDR zu erreichen und sie sozusagen mobil zu machen und auf die Straße zu treiben. Das hat seine Zeit gebraucht, weil an diesem Abend in der ARD ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München übertragen wurde. Das dauerte auch noch etwas länger, als es geplant war. Aber als die dann so weit waren, haben wir dann also sozusagen alles gezeigt, was wir konnten. Wir hatten innerhalb von einer Stunde 35 Reporter in der Stadt, zum Teil mit den ältesten und verstaubtesten Mikrofonen und Kameras, die wir noch gefunden hatten in irgendwelchen Kellern. Aber die Kollegen waren, also das war für mich ein Urerlebnis, der ich, wie gesagt, in diesem Hause noch nicht so ganz vertraut war. Die Kollegen waren alle gekommen und strömten ins Haus und sagten, wo ist noch was, was können wir tun? Wir wollen jetzt, und wir haben ja jahrzehntelang unter denen gelitten, und heute haben wir unsere Chance. Also Herr Intendant, wo geht's los? Und das waren die Urlauber waren gekommen und die den freien Tag hatten, waren gekommen und die Sekretärin waren gekommen und die, ich weiß nicht, was aus der Kantine wahrscheinlich auch einige. Also es war ein Wirbel im Haus, das war wirklich unglaublich. Und Horst Schettler hat im dritten Programm gegen 21 Uhr seine erste Sendung gefahren. Wir haben gegen 21 Uhr im ersten Programm eine kurze Sendung gefahren. Der Hörfunk hat permanent berichtet und ich hatte also veranlasst, dass alles, was unsere 35 Reporter sozusagen zu melden hatten, wir hatten ja alle noch kein Handy und nichts dergleichen, dass alles sozusagen sich auf meinem Schreibtisch konzentrieren und koordinieren ließ. Das war auch deswegen wichtig, weil die Meldungen noch sehr unterschiedlich waren. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, aber jedenfalls
war Momper noch um, also bis 22 Uhr in meinem Büro. Dann hat er sich verabschiedet und hat gesagt, er müsse eine Sondersitzung des Senates einberufen. Das hat er auch gemacht. Er war eine halbe Stunde später wieder da. Und seine Stellvertreterin, Frau Stamer, hat in seiner Vertretung eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, also der regierende Bürgermeister hat uns unterrichtet, er erwartet in den nächsten Tagen 2.000 bis 3.000 Besucher. Bitte kommen Sie mit der S-Bahn. 22:20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war auch in der ARD noch mancher verschlafen. Ich erzähle das mal hier, ohne dass ich etwas einen Kollegen lächerlich machen möchte, aber der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks hatte für diesen Tag den Kommentar in den Tagesthemen übernommen. Und ich rief ihn an und sagte, also Herr Kollege, wir kannten uns ja aus 10 gemeinsamen Jahren. Ich glaube, Sie werden Ihr Thema ändern müssen. Nein, sagte er, ich berichte hier heute Abend über die neue Agrarordnung der Europäischen Gemeinschaft. Und ich gehe auch nicht mehr aus dem Haus. Ich sitze gerade mit meiner Frau hier und wir haben so schöne Brotzeit. Daraufhin habe ich geschlossen, den Kommentar mache ich auch selber noch. Also, und habe mir sozusagen von daher von allen Ecken und Enden die Informationen unserer Reporter sozusagen auf den Schreibtisch legen lassen. Herr Ertl, Sie sind dran. Was soll ich sagen? Ja. Was, das nächste Nummer 2? Ja. Den HJF-Tagesthemen oder wen? Nee, das ist, wenn ich das richtig sehe, jetzt der Reporter, der, wie heißt er? Hartenbach. Ja. Hier in der Invalidenstraße auf der anderen Seite haben die Grenzpolizisten offenbar diese Weisung noch nicht bekommen oder sie haben sie nicht verstanden. Aber an sehr vielen anderen Grenzübergängen, nicht nur in der Bornholmer Straße, wir haben es auch gehört von der Sonnenallee und vom Ausländergrenzübergang Checkpoint Charlie, ist es offenbar bereits möglich, mit dieser neuen Regelung völlig komplikationslos nach West-Berlin zu kommen. Tatsächlich war es also so gewesen, dass wir irgendwo immer mal jemanden erwischt hatten, also der durch die Mauer gekommen war. Aber vor die Kamera waren die nicht automatisch gelaufen. Also der arme Robin Lautenbach, ein toller Reporter, hat die halbe Nacht sozusagen immer an der verkehrten Stelle gestanden. während andere, und das wusste ich natürlich auch wieder, also in der eben zitierten Sonnenallee, da war es schon sehr, sehr früh so gewesen, dass sie eine Information bekam, also da sind 8 DDR-Bürger durch die Mauer gekommen. Auf der westlichen Seite wurden sie empfangen von Klaus Landowski, dem Berliner CDU-Politiker, und Peter Kittelmann, dem CDU-Politiker. Die waren dorthin gefahren, aus dem sie gehört hatten, da geht irgendwas los. Und zwar feierte nebenan der Filmemacher Schamoni seinen 60. Geburtstag. Und dann haben die den Geburtstag mit Smoking verlassen und haben sich also an die Mauer hingestellt. Und dann kamen also 8 DDR-Bürger und sagten, hallo, also das ist groß, ja, kommt doch gleich mit, wir gehen alle zu Schamoni, wir feiern dort gemeinsam weiter. Es gibt Fotos davon, die habe ich auch alle zu Hause. Also es gab hier ein Signal, es gab dort ein Signal, dass irgendwelche Grenze irgendjemand durchgelassen hatten. Die einen haben das gemacht, indem sie einen Stempel in den Pass reingemacht haben, und zwar auf das Foto. Damit war der Stempel nach Ansicht der Grenzpolizisten entwertet. Und nun konnte also sozusagen, lief das Ganze so seinen üblichen Verlauf. Um 22.35 Uhr rief mich dann Hans-Joachim Friedrichs an, der Moderator der Tagesthemen war an diesem Abend, und mit dem ich einige 100 Sendungen gemeinsam im ZDF gemacht hatte. Wir waren oft nicht derselben Meinung, aber hatten ein hohes Vertrauen in die Sachkenntnis und in den konstruktiven gemeinsamen Willen aus gemeinsamen Sendungen. Er wusste also sozusagen, bei wem er anruft, und sagte zu mir, ich möchte die Sendung eröffnen mit dem Satz, die Mauer ist auf. Kann ich das machen? Und ich schwöre es hier, obwohl es in der Süddeutschen Zeitung mit permanenter Hartnäckigkeit anders dargestellt wird, ich habe ihm gesagt, so können wir das machen. Und das hat ja Hans ja auch im Dritten dann auch gesagt. Das Brandenburger Tor heute Abend als Symbol für die Teilung Berlins hat es ausgedient. Ebenso die Mauer, die seit 28 Jahren Ost und West trennt. Die DDR hat dem Druck der Bevölkerung nachgegeben. Der Reiseverkehr in Richtung Westen ist frei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten. Sie nutzen sich leicht ab.
aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. So, also an diesem Satz reibt sich die Geschichtsschreibung noch. Ich glaube, weil der Hans-Jürgen nicht mehr lebt, ich kann Ihnen sagen, so wie ich es Ihnen eben erzählt habe, so ist es für mich abgelaufen und so war es wohl auch. Tatsache ist jedenfalls, dass also nun die Menschen anfingen, an die Mauer zu gehen. Und zwar im Westen wie im Osten. Und es erzeugte sich also ein außerordentlicher Druck, und dem dann die DDR nachzugeben, sich entschließen musste. Wenn Sie jetzt freundlicherweise, Herr Ertl, meinen Kommentar noch einspielen, ich mache das ohne Eitelkeit, bitte glauben Sie mir das. Möchte die Zuschauer nur mal darauf aufmerksam machen, was man als Volkshochschulgeschäftsführer so alles machen kann. Ja. Das Ganze vor Publikum. Ja. Jetzt brauche ich Ihnen aber nachher nicht mehr zu danken, was ich das selbst gemacht habe. Ne? Das Gebäude DDR war längst baufällig. Nun fallen die Mauern, zurück bleibt eine Ruine. Ob da für die Menschen noch ein Halten sein wird? Die SED jedenfalls hat die Zeichen der Zeit allzu lange verkannt. Mit Erich Honecker hat sie bis zuletzt geglaubt, Michail Gorbatschow, seiner Perestroika und Glasnost widerstehen zu können. Auch Egon Krenz hat den Menschen noch Grundrechte vorenthalten wollen, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Grundrecht, uneingeschränkt zu reisen, das Recht auf freie Wahlen, das einen Führungsanspruch einer Staatspartei ausschließt. Auch im neuen Politbüro, so scheint es, sitzt noch mancher, der daran gerne festhalten möchte. Aber die Freiheit, so lehrt die Geschichte, ist nicht teilbar und sie ist erst recht Menschen nicht mehr vorzuenthalten, die sie kennengelernt haben. Und sei es aus den elektronischen Medien, die vor Grenzen nicht mehr Halt machen. So wenig, wie Menschen noch an die Überlegenheit des sozialistischen Systems glauben können, wenn sie gleichzeitig mit eigenen Augen sehen, wie unter marktwirtschaftlichen Vorzeichen der Wohlstand von Jahr zu Jahr wächst, wie die Geschäfte immer voller sind, die Straßen immer breiter werden, die Autos immer mehr. Die Menschen in der DDR haben ihren Führern zuletzt nicht mehr geglaubt. Sie haben es selbst besser gewusst. Sie haben sich erhoben, machtvoll, friedvoll, so eben geht alle Macht vom Volke aus. Schon einmal war der 9. November für die Deutschen ein historischer Tag. 1918, als der letzte Kaiser abdankte, Reichskanzler Prinz Max zu Baden die Geschäfte an den Sozialdemokraten Friedrich Ebert übergab und Friedrich Scheidemann die Republik ausrief. Anlass zur Freude, so meine ich, besteht auch heute. Jedenfalls kein Anlass zur Häme oder gar Rechthaberei. Nicht die einen Deutschen hier waren klüger oder fleißiger, sondern die anderen vom Schicksal 40 Jahre länger mit Unfreiheit geschlagen. An ihnen ist jetzt wieder gut zu machen, was an Millionen anderen gut gemacht wurde, die bereits nach 1945 aus ihrer Heimat vertrieben nach Westdeutschland kamen. Freilich, die Perspektiven gehen heute über Deutschland hinaus. Wiedervereinigung höre ich fragen, nie davon reden, immer daran denken. Denn so sind die Franzosen auch schon einmal mit ihrer Geschichte, mit der Geschichte eines verlorenen Stück Landes umgegangen. Die Perspektive unserer Tage heißt Europa. Also das war um diese Zeit wirklich ja, erstaunlich. Und daher rührt auch meine Auseinandersetzung mit der Süddeutschen Zeitung. Denn der Kollege Maskolo, der sich da dauernd äußert, der war zu diesem Zeitpunkt, wie er weiß und zugibt, in einer Kneipe am Kreuzberg, weil man dort angeblich am besten erfahren konnte, was Schabowski gedacht hat. Als er dann schließlich an die Mauer gekommen ist, wankte die bereits und es ist diese berühmte Szene, wie der Oberstleutnant Görlitz nun mit einem Male die Verantwortung übernehmen musste, von seinem Parteinomenklatur war keiner erreichbar. Die waren nach zwei anstrengenden Parteitagssitzungen entweder mit ihrem Wartburg unterwegs an die Ostseeküste oder nach Dresden, aber jedenfalls nicht am Telefon zu erreichen. Die konnten ihnen nichts erzählen. Die anderen waren irgendwo in der Kneipe verloren gegangen und tranken ihr Bier. Und nun musste der Herr Görlitz, Oberstleutnant, eben sagen, gegen 22.50 Uhr,
um diese Zeit jedenfalls, wir fluten jetzt. Und das sind diese berühmten Bilder, ich glaube, die haben wir jetzt auch nochmal. Ich glaube, das war in der, die Tore sind offen, ne? Bitte? Ja. Nach diesen Berichten gibt es für tausende Ost-, aber auch Westberliner kein Halten mehr. Von beiden Seiten beginnt jener Ansturm auf die Übergänge, der Passkontrolleure und Grenzer zum Rückzug zwingt. Ich habe dann nochmal versucht, Obersiegern anzurufen. Obersiegern sagte nach wie vor, die Weisung nach wie vor gilt, die Ausreise erfolgt nur für die Personen, die wir vorher festgelegt haben. Das war das letzte Wort, was ich Obersiegern gehört habe. Und als ich sah, was sich entwickeln könnte, dass unsere Mitarbeiter in der Enge, also praktisch in die Enge gedrängt worden sind und die Forderung immer stärker wurde von den DDR-Bürgern, habe ich mir entschlossen, alles aufzumachen und die Kontrollen ab sofort einzustellen. Ich glaube, eine solche Nacht hat Berlin nie wieder erlebt. Ja, ich bin dann so nach Mitternacht also auch aus meinem Büro herausgefahren in die Stadt hinein. Wie ich an den Eingang kam, waren dort hunderte von DDR-Bürgern bereits, standen da, wollten die Fernsehstars gerne mal kennenlernen, die sie alle kannten, aber die wir ja alle in Warschau waren, nicht? Und dann hat mir also hier ein, ich war ja damals auch noch gerade vom Sender erst gegangen, ein DDR-Bürger mit der Bitte um ein Autogramm, ein Papier hingehalten. Und ich sage, hören Sie mal, das sind doch 50 Mark Ost. Nur die DDR-Lappen sind doch sowieso bald nichts mehr wert. Ja, also da habe ich mein Autogramm auf Geldscheine gegeben und bin dann in die Stadt hineingefahren, die verpestet war von Trabis und die, wo du dich im Grunde auch nicht mehr vorwärts bewegen konntest, aber überall war High Life. Die Menschen lagen sich in den Armen, willst du nach Wilmersdorf, ich nehme dir mit, ich habe noch eine Flasche Sekt im Auto und da haben sie tatsächlich getrunken, war. Und also auf diese Art und Weise war eine Stimmung der Stadt, die auch den ganzen nächsten Tag noch angehalten hat. Die Kneipiers haben das Bier umsonst ausgeworfen und die Bäcker haben umsonst morgens Brötchen verteilt und also es war eine tolle Aufbruchstimmung. Und die hat sich ja dann auch, ich sage mal, noch erhalten. Wir werden irgendwann mal darüber reden müssen, wo sozusagen diese Idee, wir wollen Freiheit haben, um die es den Bürgern ja gegangen war, wo diese Idee verloren gegangen ist und materialisiert worden ist, uns geht es noch immer schlecht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht und ich sage hier an dieser Stelle ausdrücklich, unter dem Zeitdruck, mit der die damalige Bundesregierung Helmut Kohl gearbeitet hat, ist so groß gewesen, dass es fast nicht menschenmöglich war, das zu erreichen, was wir erreicht haben. Ich habe mit Gorbatschow, mit Schewardnadze und persönlich gesprochen und habe sie gefragt, wie war das denn eigentlich? War der Zeitdruck so groß? Und beide haben mir bestätigt, und das hat ja die Geschichte auch gelehrt, beide haben mir bestätigt, jawohl, ich vor allen Dingen, also ich, Schewardnadze, habe Hans-Dietrich Genscher gesagt, das Fenster zum Orbit der Einigung Deutschlands ist nur eine geringe Zeit offen. Ich bin dann im Jahr 1991 auch noch bei Kravchenko gewesen, sondern next to Gorbatschow im Kreml, und habe mit ihm bestimmte Dinge ausgehandelt. Und dieses Gespräch, zu dem mich Gerd Ruge, der damalige ARD-Korrespondent, begleitet hat, habe ich also immer wieder unterbrochen gesagt, ja, und wie lange geben Sie jetzt, das war Februar 1991, wie lange geben Sie Gorbatschow noch? Und dann hat er gesagt, ach, gucken Sie mal da draußen, die Vögel, das ist doch schön, wie die hier rumfliegen. Und nach 2 Stunden habe ich gesagt, Sie wollten mir noch sagen, wie lange geben Sie Gorbatschow noch? Ach, jetzt gehen wir erstmal essen und dann gehen wir gut essen und nachher machen wir weiter. Und dann haben wir gegessen, gut, und dann habe ich gemacht, und jetzt sagen wir wirklich, wie lange macht nun Gorbatschow noch? Und da hat er mir präzise gesagt, bis Ende August, dem 8. oder 29. August 91. Und genauso ist es gewesen. Über 5 Monate hinweg, also länger war das Fenster zum Orbit nicht offen. Und in dieser Zeit, bitte überlegen Sie sich das, ja, da ist also nur eine unglaubliche Menge passiert.
das erste war, was Seiters Schalk-Gondelkowski ja schon noch also vor dem Mauerfall mitgegeben hatte, es müssen freie Wahlen her. Und dazu hatte sich die DDR ja schließlich bereit erklärt oder bereit erklären müssen. Die Krenz wurde dann ja am 4. Dezember, glaube ich, auch schon wieder abberufen aus seinem neuen Job und Modrow übernahm, um dann am 6., hoffentlich irre ich mich jetzt nicht, aber in diesen Tagen Mitterrand zu besuchen, der bereit war, nochmal einen Milliardenkredit herzugeben, damit die DDR möglichst lange am Leben bleibt. Aber der wäre dann wohl doch auch zu spät gekommen. Jedenfalls wurden freie Wahlen angesetzt. Und nun sind wir wieder bei dem Thema, die Rolle, die die Medien spielen. Und das ist heute nicht mein Thema. Aber zu diesen freien Wahlen war mir aufgefallen, bei verschiedenen Besuchen, die ich nun regelmäßig in der DDR gemacht habe, dass meine Beobachtungen sich nicht deckten mit dem Trend, den die Meinungsforschungsinstitute für die Wahl im März voraussagten. Insbesondere INFAS, das Institut der ARD, also das ich sozusagen als SFB dann mit zu bezahlen hatte, meldete dauernd, der Genosse Trend marschiert in Richtung SPD und so schnell kann man gar nicht hinterherlaufen, wie der galoppiert. Ich habe dann den Chef von INFAS, Herrn Liepelt, angerufen und gesagt, Herr Liepelt, wir kennen uns so lange, aber ich verstehe das nicht. Mein Eindruck ist ein ganz, ganz anderer. Ja, das machen wir aber nach unseren bewährten Methoden und das ist also alles halt ein Stichfest. Da gibt es eine Quote von 1-2% plus minus, aber ansonsten ist das ganz bombensicher. Ja, und wie erhebt ihr eure Daten? Naja, wie wir das immer machen, wir machen repräsentative Umfragen über das Telefon. Herr Liepelt, in der DDR haben nur die Nomenklatura ein Telefon. Und damit haben Sie einen Bias in Ihren Zahlen, die können Sie überhaupt nicht mehr korrigieren. Ich gebe Ihnen die Chance, 8 Tage lang schwerlich schweigen und nichts sagen, aber in 8 Tagen werden Sie Zahlen jetzt vor Ort erhoben und dann wollen wir mal gucken, was passiert. 8 Tage später galoppierte der Gaul zurück und Lothar de Maizière weiß noch heute sozusagen warum und wie er die Wahl gewonnen hat. Er sagt mir das jedes Mal wieder, denn dann gab es die ersten freien Wahlen in der DDR. Ja, bitte, da haben wir 2 Fotos. Ja. Also so kam Lothar de Maizière dann sozusagen zu seiner Wahl als Ministerpräsident der DDR. Er wurde gewählt, das hat er mir oft mit viel Schmunzeln erzählt, für 4 Jahre. Er hat geglaubt, dass er wenigstens 2 Jahre im Amt bleibt und er war nach 6 Monaten bereits wieder entlassen. So schnell ist gearbeitet worden und es lag also zwischen dem 9. November und dem 3. Oktober 1990 lagen also 11 Monate. In dieser Zeit war also erstens die freie Wahl in der DDR zu vollziehen. In dieser Zeit wurde die Währungsunion hergestellt. Im August 1990 und damit war im Grunde also sozusagen also auch die Wiedervereinigung praktisch vollzogen. Und es mussten die 2+4 Gespräche geführt werden, nicht nur mit den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, also Frankreich, Italien, Frankreich. Frankreich, England und die Amerikaner und die Sowjets. Und es mussten sozusagen die Polen, die ja auch Beteiligte gewesen waren in diesem Kriege, hinzugezogen werden. Also zu diesen 2+4 Verträgen haben wir auch nochmal ein paar Fotos herausgesucht. Sie sehen hier also von links Shevardnadze, Dumas, Genscher. Das war eine Verhandlung, also ein Verhandlungstag in Moskau. Darum ist Gorbatschow dabei, dann kommt de Maizière, dann kommt Hunt und dann kommt Baker. Das waren die Außenminister, die diese Gespräche geführt haben. Ein Gespräch war in das nächste Bild, bitte.
das ist dann die Unterzeichnung, die, ja, wo Sie halt dieselben handelnden Figuren bereits sehen können. So, so ist also sozusagen die Wiedervereinigung auf den Weg gebracht worden und allmählich marschieren wir jetzt auch mit dem Blick auf die Uhr auf den 3. Oktober zu. Was in dieser Zeit bewegt worden ist, meine Damen und Herren, ist nun wirklich Weltgeschichte gewesen und sie hat ihren Ausgang genommen, ich sage es nochmal, im Grunde mit einer Fehlleistung von Günter Schabowski. Es war ja nicht nur so, dass danach die Mauer gefallen, geöffnet worden ist, in mehreren kleinen Schritten. Es war auch so, dass die DDR zusammengebrochen ist, wie wir gesehen haben, dass die in der DDR freie Wahlen stattgefunden haben, dass über die Wiedervereinigung verhandelt wurde. Es brach ja dann nacheinander auch die Sowjetunion auseinander. Auch das ist ein großes Ereignis. Es wurde Russland sozusagen wiedergeboren und an diesem Problem arbeitet Putin sich noch heute ab. Es gab der Sieger im großen Vaterländischen Krieg, war sozusagen mit einem Male von der Weltbühne verschwunden und Gorbatschow und dann Jelzin waren eigentlich nicht mehr in dem Maß präsent, wie sie es hatten sein wollen. Der Warschauer Pakt, also der Militärpakt, der NATO vergleichbar, zerfiel. Comecon, das Wirtschaftsbündnis, vergleichbar der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zerfiel. Einige Staaten aus dem ehemaligen Bündnis scherten völlig aus, vor allen Dingen die baltischen Staaten als erste. Dann kamen die osteuropäischen Staaten hinzu, also nicht nur die DDR, sondern auch die Tschechoslowakei, spaltete sich, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, traten ebenfalls sozusagen nicht mehr an die Seite des neuen Russlands, sondern verbündeten sich mit der Europäischen Union. Es kam das Ende des Kalten Krieges darauf, das wir vielleicht 10 Jahre lang tatsächlich erlebt haben und heute uns wieder herbeisehen. Es wurde das marxistische System, das 100 Jahre lang sozusagen im Versuchsstadium gewesen war, falsifiziert und ist seitdem sozusagen nicht mehr brauchbar, sondern es setzten sich die westlichen Werte der Demokratie also auch in diesen eben genannten östlichen Staaten und ein bisschen auch in Russland durch. All dieses war sozusagen die Folge nicht nur des Mauerfalls, aber jedenfalls des gesamten Zerfallsprozesses, der, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, sozusagen in Ungarn begonnen wurde mit ersten Testversuchen und dann anschließend in den anderen Staaten sich fortgesetzt hat. Ich bleibe dabei, dass die DDR, und ich habe das in vielen auch späteren Kommentaren noch einmal gesagt und mit Absicht daran erinnert, dass die DDR, die Bürger der DDR, denen wir diese Entwicklung zu verdanken haben, vor allen Dingen für die Freiheit auf die Barrikaden gegangen sind. Für die Freiheit zu denken, was sie wollten, für die Freiheit zu reden, was sie wollten, für die Freiheit zu kaufen, was sie wollten, für die Freiheit zu reisen, wohin sie wollten. Und es war damals nicht sozusagen von die Rede, dass es noch immer kein WLAN gab und dass noch immer die Autobahnen ihre Löcher hatten. Nein, es ging den Bürgern ausnahmsweise wirklich um Freiheit. Und auf diesem Hintergrund ist mir manchmal der Streit um den Soli unverständlich. Auf diesem Hintergrund ist mir auch unverständlich sozusagen, wenn ich heute junge Politiker höre, die vor 30 Jahren noch die Windel getragen haben, aber genau besser wissen, was damals 1990 hätte gemacht werden können. Nein, ich sage, was die Bundesregierung damals geleistet hat, war wirklich vorbildlich. Und sie hat es, ich meine, die Bürger waren ja bereit, in den Westen alle wegzuwandern. Ja, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark. Das war ja alles notwendig und musste beherrscht werden. Ich habe allerdings geglaubt, dass uns das in 15 Jahren gelingt. Und habe mich selbst in einer Matinee in der Staatsoper oder in den Linden in einem öffentlichen Vortrag auf diese 15 Jahre mehr oder weniger festgelegt. Und hatte dann in Berlin einen wunderbaren Streit mit Arnulf Baring, dem Historiker,
der gesagt hat, du hast von Tuten und Blasen von der Geschichte keine Ahnung. Ich weiß das, dass wir zwei Generationen brauchen. Und als ich mich dann in Berlin verabschiedet habe, habe ich gesagt, es tut mir schrecklich leid, Herr Baring, dass Sie recht haben. Nicht, weil ich Unrecht habe, sondern dass es so lange dauert. Aber wir sind ja heute an einem Punkt, wo wir das noch immer, die innere Einheit noch nicht ganz vollzogen haben. Und ich glaube auch, dass der Weg, den damals Richard von Weizsäcker vorgeschlagen hat, sozusagen, der jetzt auch wieder im Gespräch ist von Leuten, wie gesagt, die das alles nicht richtig mitgemacht haben, der Weg nämlich über eine neue gemeinsame zu entwickelnde Verfassung zu gehen, dass dieser Weg nicht gangbar gewesen wäre. Die Zeit dafür war nicht da. Das Zeitfenster war zu kurz. Und deshalb müssen wir sozusagen das, was wir jetzt erleben, leider in Kauf nehmen und damit leben. Ich war dann, das ist nun das letzte Kapitel dieses Vortrags, sehr beschäftigt, natürlich als Intendant des Senders Freies Berlin, also jener Intendant, der in der Mitte der DDR seinen Sitz hatte und von dort aus sozusagen in die ganze Welt nach Ost und West abgestrahlt hat. Ich war natürlich damit beschäftigt, jetzt auch in den Medien das zu vollziehen, was mir durch den Wiedervereinigungsvertrag vorgegeben werden sollte. Da gibt es noch eine Story, leider erst im Mai 1990, also wenige Wochen vor der Unterzeichnung, habe ich erfahren, dass es in dem Wiedervereinigungsvertrag einen Artikel 36 geben würde. Und dieser Artikel 36 besagte, dass die kulturelle Substanz der DDR keinen Schaden nehmen dürfe. Prima. Ja, den hatte auch Herr Momper mit verhandelt als Berliner regierender Bürgermeister und andere auch. Aber mindestens Herr Momper hatte nicht sich daran erinnert, dass nach dem bundesdeutschen Grundgesetz auch Hörfunk und Fernsehen, also der Rundfunk, eine kulturelle Angelegenheit ist. Mit anderen Worten, mit diesem Artikel 35 wäre aus der DDR Hörfunk und Fernsehen sozusagen fortgesetzt worden ad infinitum. Das waren 14.000 Menschen. Und als ich mal gesagt habe, gebeten worden bin, ich möchte auch die 14.000 Menschen beim Sender Freies Berlin, weil sie halt alle in Berlin angestellt waren, übernehmen, habe ich gesagt, also erstens kann ich das nicht. Zweitens sind wir nur 1.400. Zweitens haben die keine Pensionszahlung eingereicht, das kann die gar nicht finanzieren. Drittens sind das zu einem guten Teil dann auch Leute, die ja der Stasi verpflichtet sind. Ich will jetzt nicht von den Kraftfahrern reden, da bekam ich dann sofort einen Hinweis vom Verfassungsschutz, reden Sie mal von den Kraftfahrern. Die Kraftfahrer waren insbesondere alle in der Stasi und haben berichtet, was in ihren Autos gesprochen worden ist. Also ich bin sozusagen ja nicht nur gescheitert, ich habe es nicht gekonnt, aber wir haben diese 14.000 Menschen nicht übernehmen können. Und ich habe mich auch erinnert, ich sage mal, an die Zeit unter Ribbentrop und was danach passiert ist. Und wurde dann tätig und habe den Bonner Verhandlungsführer Schäuble angerufen und ihn über einen Termin gebeten. Schäuble war zu diesem Zeitpunkt im Wahlkampf unterwegs. Und nach langem, langem Reden sagte er, um Gottes Namen, dann kommen Sie halt am so und so vielten nachts um Mitternacht bei Helmstedt auf die Autobahn. Da brennt der neben der Autobahn auf einer Wiese ein helles Licht. Da komme ich mit meinem Hubschrauber runter und dann können Sie mir das vortragen. Also bin ich dahin gefahren, es war alles völlig in Ordnung, das Licht brannte. Bin ausgestiegen, bin in den Hubschrauber von Schäuble eingestiegen, mein Fahrer fuhr zurück, der Hubschrauber flog nach Bonn. Und ich habe dem Schäuble gesagt, wissen Sie, Herr Schäuble, also ich möchte nicht mit 14.000 in der Wolle gefärbten Menschen hier so Rundfunk machen können. Das geht nicht gut. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und der Schäuble sagte mir dauernd schlafend weg, stieg aber dann in Bonn, in der Warner Heide, auf dem militärischen Teil aus, setzte sich in sein Auto, fuhr davon. Ich stand da mit nackten Füßen im Sand. Und er sagte mir aber, ich habe verstanden, was Sie meinen. Und Wolfgang Schäuble ist dann am nächsten Morgen zu seinem leitenden Beamten gegangen, Herrn Merck, im Ministerialdirektor im Bundesinnenministerium,
und hat ihm gesagt, wir müssen noch einen Artikel 36 schreiben. Und mit dem Artikel 36 nehmen wir die Rundfunk und Fernsehen aus den kulturellen Eigenheiten der DDR heraus. Das wurde natürlich auch in der ehemaligen DDR relativ rasch bekannt. Jetzt wurde in Aussicht gestellt, dass die neuen Bundesländer dann über die Zukunft ihres Rundfunks zu entscheiden hätten, wie das hier in der alten Bundesrepublik ja auch schon war. Und von dem Augenblick an war ich natürlich in der DDR bei meinem Kollegen persona non grata. Damit musste ich leben. Aber wir haben nichtsdestotrotz den Entwicklungsprozess in der DDR von diesem Zeitpunkt an, wie alle anderen ARD-Anstalten oder die meisten ARD-Anstalten auch, nach Kräften unterstützt. Der Sender Freies Berlin ist vor allen Dingen immer wieder nach Brandenburg gefahren. Die DDR wurde Rundfunk und Hörfunk und Fernsehen in der DDR wurden dezentralisiert, jetzt nach Bezirken geordnet. Wir sind also in den Bezirk Potsdam gefahren, wir sind in den Bezirk Magdeburg gefahren und haben dort also wirklich jede Menge Hilfe geleistet. Wir haben Personal abgestellt, wir haben Geld zur Verfügung gestellt, weil kein Geld für die Gehälter da war. Wir haben ganze Sendebänder abgeliefert, bespielte und nicht oder auch ganze Sendungen, bespielte Bänder also, und haben also auf diese Art und Weise geholfen, dass in diesen neuen Bezirken der Hörfunk stattfinden konnte und auch sozusagen in einem ja, sich demokratisch entwickelnden Sinne stattfinden konnte. Dem DDR-Fernsehen haben wir damals angeboten, da ihr von Werbung noch keine Ahnung habt, wir sind zwar auch nicht die finanziell stärksten, der Sender Freies Berlin, aber wir sind bereit, euch bei der Akquisition von Werbung zu helfen. Und wir machen das für euch, kriegen mal einen Vertrag. Wir werden davon natürlich auch profitieren mit 15% Provision. Und den Vertrag haben wir dann gemacht. Aber plötzlich gab es aus Ostberlin keine Reaktion mehr. Ich habe lange mit meinem Kollegen, der für die Werbung zuständig war, gerätselt, was ist uns da passiert, welchen Fehler haben wir da wann und wo gemacht, bis ich dann in der Freien Universität in einem meiner Seminare den Hans Benzin, den ehemaligen Kultusminister und letzten Chef des DDR-Fernsehens, als Gast hatte, mit dem ich auch ein Buch gemacht habe zu dem Thema. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, also jetzt unter uns, was ist da passiert? Na ja, hat er mir gesagt, Sie wissen noch, im Dezember war Mitterrand zu Gast in Ostberlin. Und der hat mich bei einem Empfang beiseite genommen und hat gesagt, hört mal her, ihr müsst ja eure Geschäfte jetzt nicht gleich alle mit dem Westen machen. Ich empfehle euch unsere französische Agentur IPI. Und mit denen haben wir dann halt unsere Werbung akquiriert und da haben wir euch nicht mehr gebraucht. Also mit anderen Worten, ich war mit einem Mal auch in der großen Weltpolitik sozusagen hineingezogen, habe es zwar nicht gemerkt und nicht gewusst, hat mir auch nicht gestört, aber den Nachteil habe ich jedenfalls davon empfunden. Dann gab es noch die Auseinandersetzung innerhalb der ARD, ob der Sender Freies Berlin nicht vielleicht auch größer werden sollte, denn wir waren einer der Kleinen und wir waren nun wirklich angewiesen, auch aus der besonderen Funktion innerhalb, also in West-Berlin heraus, vom Finanzausgleich der ARD zu leben. Die Intendanten in Hamburg oder in München oder Stuttgart und Köln waren natürlich gar nicht willens, uns auch noch länger sozusagen mit finanziell durchzuschleppen. Daraufhin habe ich dann also den Versuch unternommen und habe mich mit einem noch unbekannten Konsistorialrat der evangelischen Kirche namens Stolpe getroffen und einem Staatssekretär aus der Berliner Staatskanzlei, Senatskanzlei, und habe ihnen den Vorschlag gemacht, wir fangen jetzt schon an, einen Rundfunk Berlin-Brandenburg zu gründen. Mit dem bin ich dann leider gnadenlos gescheitert. Und auch der Versuch, eine sogenannte NORA, Nordostdeutsche Rundfunkanstalt, zu installieren, ist gescheitert, weil der Norddeutsche Rundfunk natürlich in Mecklenburg-Vorpommern ganz andere Interessen hatte als wir. Also es ist nicht nur eine Erfolgsstory, die ich Ihnen sozusagen hier vortragen kann, es ist auch eine Story mit vielen, vielen Niederlagen. Aber es ist schließlich gelungen, doch das Ganze ordnungsgemäß und ohne große Aufregung zu vollziehen.
Wenige Tage nach dem 3. Oktober, also dem Einigungsvertrag, rief mich Helmut Kohl an und sagte mir, also wir haben ja die freien Wahlen in der DDR noch nicht, die kommen erst in 5 oder 6 Tagen. Und in diesem Zeitpunkt darf das DDR-Fernsehen und Hörfunk, die dürfen nicht ohne Leitung sein. Ich, Helmut Kohl, Bundeskanzler, ernenne mich hiermit sozusagen selbst zum Mann der Stunde. Und ich möchte ganz gerne so rasch wie möglich in den nächsten Tagen einen Mann einsetzen, der zuständig ist für Rundfunk und DDR und deren Abwicklung nach Artikel 36 des Einigungsvertrages. Ich habe dem Helmut Kohl nicht sofort helfen können, habe aber versprochen, innerhalb von 12 Stunden bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr ihm einen Namen zu nennen. Und den kennen Sie alle. Das war mein alter Kollege, Vorgesetzter und Freund Rudolf Mühlfenzel, Chefredakteur lange Zeit beim Bayerischen Rundfunk und danach der erste Präsident der Landesmedienanstalt, also sehr eng vertraut auch mit den privaten Medien, was mir wichtig schien in diesem Augenblick. Den habe ich abends so gegen 11 Uhr in seinem Zuhause erreicht, weil er unterwegs war. Ich habe auf ihn eingeredet wie auf einen armen Gaul und habe ihm gesagt, also bis morgen früh um 7.30 Uhr brauche ich einen Bescheid. Und dann kam der Bescheid, wie ich ihn kannte. Erstens, ein altes Zirkuspferd galoppiert wieder. Und zweitens, ich will dafür aber sehr viel Geld haben. Das war mir, hatte ich bei Rudolf Mühlfenzel ahnen können. So ist er jedenfalls dann um 8 Uhr dem Helmut Kohl gemeldet worden. 2 Tage später war er beim Bundeskanzler und 3 Tage später war er dann Chef der sogenannten Einrichtung, also der Abwicklungsanstalt für das DDR-Fernsehen und Hörfunk in Ostberlin. Da Rudolf Mühlfenzel als alter Bayer die Maingrenze in seinem Leben nur relativ selten nach Norden überschritten hatte, haben wir dann verabredet, dass wir uns jeden Donnerstagabend zu einem Bier treffen bei Kempinski und die abgelaufene Woche besprechen. Und er hatte natürlich einige Probleme. Das erste Problem war, dass er sehr vernünftig am ersten Tag angeordnet hatte, niemand von meinen 14.000 Angestellten unterhält sich mit den Medien. Das ist mein Job und ich will nicht sozusagen über die Medien hier von anderen geführt werden. Was passierte? Der gestern Abend wieder im Fernsehen zu sehende Herr Hildebrand, Jörg Hildebrand, Frau von Regine Hildebrand, die später Ministerin bei Stolpe, war schon beleidigt und steckt am nächsten Tag, also Journalisten, es gibt die erste Anordnung von Mühlfenzel, ich darf nicht mehr frei reden, dafür habe ich ja nun keine Revolution gemacht. Die Auseinandersetzung ist dann natürlich sofort bekannt geworden und hat Rudolf Mühlfenzel bis an sein Lebensende gerichtlich verfolgt. Er bekam nachher sogar Unrecht, aber in der Sache war jedenfalls Ruhe an der Front. Und er hat dann seinen Job wirklich so gemacht, dass am 31.12.1990 um 0 Uhr auf allen Medien der DDR der letzte Walzer gespielt wurde und damit sozusagen die Überführung von Rundfunk und Fernsehen in die Rechtsordnung der Bundesrepublik, in die gemeinsame Rechtsordnung vollendet worden war. Ich habe dann noch den Auftrag gehabt, mich um die zugehörigen Musikangebote des DDR-Fernsehs und Hörfunks zu kümmern. Die hatten ja auch ein sehr gutes Rundfunk-Sinfonieorchester. Unter der Leitung von Frühbeck de Burgos, Spanier, einem Riesenchor. In West-Berlin gab es Kurt Edelhagen mit, der Rias Big Band, ebenfalls einen guten Chor. Und die waren plötzlich alle auf dem Markt. Und der kleine Sender Freies Berlin hatte ohnehin schon viel Geld auszugeben für seine Rundfunksinfonieorchester. Und komme ich gleich drauf. Also jedenfalls, ich hatte die Aufgabe, das muss also auch noch geregelt werden. Also haben wir verhandelt mit allen anderen Rundfunkanstalten und mit allen Bundesländern, was machen wir damit. Es gelang uns tatsächlich, in wenigen Verhandlungen, die alle diese Musikveranstaltungen in einer Rundfunk und Chöre GmbH zusammenzuführen.
Und dann habe ich mich mit Dudel bei einem Italiener getroffen und gesagt, was mache ich jetzt bloß mit zwei Sinfonieorchestern? Die können ja nicht beide Sinfonieorchester heißen. Und dann hat er mir gesagt, ich habe ihr Problem schon lange kommen sehen. Wir benennen uns um, wir heißen ab jetzt Deutsches Sinfonieorchester. Ich habe ihm die Hände geküsst. Und wir haben dann also einen guten Weißwein getrunken den Abend. Und dann hat der Sender Freies Berlin, weil er das Geld gar nicht mehr hatte, eine seiner Vorbauhallen für Fernsehspiele umgebaut in einen Konzertübungssaal, Probesaal. Der wurde dann Ferenc-Frescher-Saal genannt. Und als das Orchester zum ersten Mal dort die Probe hatte, bin ich natürlich dazugegangen und habe mich mit ihm unterhalten. Und dann hat er die Ashkenazi, Dodel Ashkenazi, hat er die angeschlagen, 13 oder 14 Takte spielen lassen, abgebrochen, mir fiel das Herz in die Hosentasche und dann gesagt, mit der Akustik komme ich zurecht. Wir haben, glaube ich, nur 3/10 Verspätung. Und dann bin ich in den alten Sendesaal gegangen, der ein berühmter Sendesaal war, in dem Furtwängler und Böhm und Karajan gespielt hatten. Wir haben noch Bänder, habe ich später aus Moskau zurückgeholt, von ihren Konzerten aus dem April 1945. Und habe dort das alte Symphonieorchester, das nach Ost-Berlin ausgewandert war, begrüßt. Und dann sind einigen Kollegen dort die Tränen runtergelaufen, dass sie nach über 30 Jahren oder 40 Jahren wieder an ihrem alten Platz ihre Karriere beenden konnten, die sie in diesem Hause begonnen hatten. Meine Damen und Herren, ich bin ziemlich am Ende. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange auch zugehört haben. Aber ich glaube, Herr, wir dürfen noch ein bisschen diskutieren, wenn es noch Fragen gibt. Nicht? Ich hätte noch ein Video. Das sage ich jetzt noch, weil es so schön ist. Ach, es tut mir leid. Das muss ich zeigen, weil das ist sozusagen das Ergebnis. Mit dem Hissen dieser Fahne ist endlich, nach 45 Jahren, der Frieden in Europa wieder eingekehrt. Wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden? Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Ja, ich würde Ihnen gerne noch Fragen beantworten, wenn Sie welche haben. Haben Sie eine laute Stimme oder brauchen Sie es fein? Ja, zunächst vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Das fand ich ganz super. Hier bin ich. Was mich interessieren würde, die Jetztzeit, Sie haben ja da enorm viel Berufserfahrung und überhaupt und kennen die Menschen in der ehemaligen DDR. Was ist Ihre Sichtweise? Warum sind gerade junge Menschen in Ostdeutschland heute so viele so Neonazis? Woran könnte das liegen? Also es ist fast, als ob ich die Frage erwartet hätte. Ich möchte Ihnen gleich so etwas vorlesen. Also zunächst mal müssen Sie wissen, dass... Sie hören mich auch so, nicht? Also ich höre Sie gut. Sie müssen wissen, dass vor 100 Jahren, nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches, es eine linkssozialistische Partei gab, neben der SPD, eine USPD. Und die war in Sachsen und Thüringen ganz besonders intensiv und sehr stark. Anfang der 20er Jahre. Keine 10 Jahre später waren in demselben Land, nämlich in Thüringen und Sachsen vor allen Dingen, mit dem Aufkommen von Hitler plötzlich die Braune Partei, also die NSDAP, die
die mit Abstand führende. Ich will damit sagen, diese Region hat offenbar sozusagen also ihre rotbraune, das liegt ja auch im Farbenspektrum nah beieinander, ihre rotbraune Vergangenheit nicht ganz abgelegt und erinnert sich jetzt daran wieder. Und es gibt ganz sicherlich also eine Reihe von Gründen, die ich zu erkennen meine. Ich würde Ihnen ganz gerne, wenn ich das darf, mal etwas vortragen, was ich hier in meinem Buch zitiert habe, von einem Herrn Henrik Goldberg. Henrik Goldberg, der ist heute Journalist in Erfurt. Der hat damals geschrieben in der Jungen Welt, einer DDR-Zeitung. Ich finde das unglaublich spannend. Es kann doch nicht sein, Freunde, dass wir wieder nichts gewusst haben. So gar nichts. So überhaupt nichts. Den Satz haben wir doch schon unseren Eltern empört zurückgegeben und sie hatten nun, weiß Gott, mehr Recht, mehr Angst zu haben. Warum glauben wir ihn jetzt, da er uns betrifft? Vielleicht, weil wir weiter an uns glauben wollen, wenigstens an uns. Vielleicht, weil wir etwas zu verdrängen haben. Aber haben wir denn nicht gesagt, wenn Faschismus in die Rede stand und Stalinismus, nichts Verdrängtes ist wirklich bewältigt? Und wieso sagen wir das jetzt nicht, wir tapferen Journalisten? Wir, die wir so unnachgiebig kritisch sind, die wir den Kompromiss so verabscheuen, wieso eigentlich sagen wir das nicht, wenn unsere eigenen Kompromisse gemeint sind, unserer Meinung erwartet wird zu unserer Meinung, die wir gestern hatten? Doch, wir sagen es ja. Verantwortung muss ohne jede Schonung benannt werden und eingeklagt. Honeckers Verantwortung, Mittagsverantwortung, Hermanns Verantwortung, eine Chefredakteurs Verantwortung. Wir Journalisten sind jetzt alle sehr aufgeklärt, sehr aufklärend, sehr aufklärerisch, knallhart. Da geht der Beruf mal wieder so richtig los, wenn es um alte Männer geht, um ihrer Nachkommenschaft kleines Häuschen. Wer aber baute das siebentorige Themen? Warum klären wir nicht auch dieses Mal auf, meinen Artikel hat nicht Joachim Herrmann geschrieben, kein Bundes- oder Parteivorstand oder auch kein Zentralrat der FDJ. Den habe ich geschrieben, eigenfingerlich, eigenköpfig und sagt nicht unter Protest, denn unter den Beiträgen standen Namen, nicht Proteste. Ich finde, das ist geschrieben, ich weiß nicht, vor 20 Jahren. Das gilt für viele Journalisten, auch in München. Aber es ist ein Hinweis eben darauf, dass, jetzt füge ich meine Gründe hinzu, natürlich die sehr viele junge Leute, vor allen Dingen die Besten, die was im Kopf hatten, die Initiative hatten, die sich das zutrauten, nach der Wiedervereinigung die DDR verlassen haben. Zurückgeblieben sind die anderen, die nicht so klug waren, die nicht so viel Kraft hatten, die sich das nicht zugetraut haben, die aber jetzt sehen sozusagen, wie die Gesellschaft sich entwickelt, wie es sie an allen Fortschritten, aber auch an allen Problemen zunehmend teilhat, sich etwas leisten kann, auch in den neuen Bundesländern, und selber nicht partizipiert, weil sie daran sozusagen gewohnt ist, an den Staat zu glauben, der Staat muss mir das liefern. Das ist, wenn ich das hier sagen darf, mir unbegreiflich, aber wenn Generationen in dem Sinne so erzogen worden sind, generationenlang, darf es einem vielleicht auch nicht verwundern. Und darum hat Arnulf Baring leider recht. Noch Fragen? Jetzt ist er da. Sie haben erwähnt, dass François Mitterrand im Endstadium der DDR nochmal gekommen ist und hat Kredite angeboten. Das hat mich überrascht. Denn ich war immer der Meinung, oder wir haben ja Bilder gesehen, François Mitterrand mit Kohl, man hatte immer den Eindruck, das sind Freunde oder Politiker, die sich mögen, Frankreich und Deutschland. Und dann war es nicht im Interesse von Frankreich auch, dass es eine Wiedervereinigung gibt? Also ich glaube, wir müssen das relativ scharf trennen. Der Besuch von Mitterrand in Ostberlin war ja noch zu DDR-Zeiten, aber nicht zu Zeiten von Honecker, sondern zu Zeiten von Krenz verabredet worden. Und als der Mitterrand dann reisen wollte, war der Krenz auch schon wieder weg.
Und es war halt Modrow an der Regierung, also hatte das Sagen. Das war also im Dezember 1989. Und zu diesem Zeitpunkt möchte ich vermuten, war der Mitterrand noch immer derselben Meinung wie seine britische Kollegin Thatcher. Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich am liebsten zwei davon haben möchte. Ja, das war so. Dann hat aber Mitterrand natürlich, also erstens mal ist er mit seinem Kredit nicht mehr gelandet. Er hat die DDR erst ja relativ rasch auseinandergebrochen und dann kamen, wie gesagt, die freien Wahlen mit de Maizière. Und zu diesem Zeitpunkt, so denke ich mir, hat auch Mitterrand begriffen, also dass er mit diesen zwei Deutschlands keine Zukunft hatte. Und dann hat er sich sozusagen ja mit Helmut Kohl wohl ausgesöhnt und war auch sicherlich nicht der eifrigste Verfechter der Wiedervereinigung. Aber er war zweifellos also auch kein Gegner mehr. Also das muss man, so sehe ich das in der zeitlichen Abfolge. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum, aber ich denke, so ist es gewesen. Also das trifft, wenn ich dazu auch was sagen darf, wir hatten den Professor Stark hier zum Thema Deutschland und Frankreich. Ein Professor, ein Deutscher, der in Paris ist, und der hat das genau bestätigt, wie es der Herr von Nojewski gesagt. Wir sehen immer die deutsch-französische Freundschaft, die ist auch da, die ist auch real. Aber es ist immer eine Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich gewesen, um eine gewisse Vormachtstellung auch nach der deutschen Wiedervereinigung. Also das sieht man jetzt bei Macron wieder ganz deutlich. Also das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel hin und her. Ich liebe die Franzosen auch, aber es ist ambivalent, das Verhältnis, sagen wir es mal so. Ja. Und das wird auch immer so sein. Und das wechselt halt ein bisschen die Couleur, je nach Präsident. So kann man es vielleicht sagen. So würde ich es vielleicht sagen. Noch Fragen? Also Sie haben hier lebende Geschichte sitzen. Eine Antwort dazu da. Ja. So alt ist er halt. Ne? Ja. Ich hab eine Frage. Es gab ja noch in Berlin den anderen Sender, den MIAS. Ja. Wie stark war der auch involviert dann noch? Weil Sie hatten ja von SFB und von dem privaten Fernsehen, dass Sie eigentlich da waren. Ja. Ja. Und MIAS? Ja, hat ja auch ziemlich flächendeckend über die DDR gestrahlt. Also der RIAS war, das trage ich sehr gerne nach, dank Ihrem Hinweis, sozusagen der Einzige, der mit uns, vor allen Dingen auch elektronisch, in dieser Nacht unterwegs gewesen ist. Ich glaube, er war nicht ganz so präsent mit 34 Leuten. Er hatte eben auch nicht das Fernsehen auf seiner Seite, damals gab es das nicht. Der RIAS hat ja in Berlin wirklich eine gute Geschichte gehabt und einen sehr, sehr guten Ruf gehabt. Rundfunk im amerikanischen Sektor. Ich war dann leider auch wieder daran beteiligt, wie der sozusagen beerdigt wurde. Das traf halt den Intendant in Berlin alles nicht. Wir haben dann damals also auch darüber verhandelt, wie wir den RIAS in die Zukunft bringen, nach der Wiedervereinigung. Damit war sein Auftrag im Grunde obsolet. Ebenso war der Auftrag vom Deutschlandfunk obsolet. Es war nur so, dass es, die Politiker in Bonn eigentlich es gewohnt waren, morgens um 7 vom Deutschlandfunk angerufen zu werden. Haben sie heute irgendeinen Satz zu sagen, den wir zitieren können, dann laufen sie den ganzen Tag durch die Presse. Also die hatten sich sehr an den Deutschlandfunk gewöhnt. Und in Berlin hing das Herz der Berliner am RIAS und also hat der Eberhard Diepkin gesagt, wenn wir den Deutschlandfunk fortsetzen müssen, um der Politiker in Bonn willen, dann müssen wir auch den RIAS fortsetzen. Und dann hat er natürlich die DDR gesagt, wir haben hier einen Deutschlandsender, das war unser Auslandssender, also unser Propagandasender, der damals, als es um die Zukunft ging, viele, viele Freunde unter den Kulturschaffenden hatte, weil er, kurz nach der Wiedervereinigung seinen Namen geändert hatte in DS-Kultur. Also nicht mehr Deutschlandsender, Deutschlandsender, DS-Kultur. Und daraufhin haben also Leute, namhafte Kulturschaffende im Ausland, die es nie empfangen konnten, also große Veranstaltungen gemacht. Deutsch-DS-Kultur, dieser traditionelle Kultursender, muss natürlich erhalten bleiben. Und das alles lag sozusagen mit auf meinem Schreibtisch. Und da wurde da also auch eine Gründungskommission gegründet und
Und was machen wir nun? Also meine Meinung wäre gewesen, also warum wickeln wir 14.000 Leute in der DDR ab und machen dann bei, ich habe keine Ahnung, bei 1400 DS-Kultur, RIAS und Deutschlandfunk halt. Das ist mir nicht eingeleuchtet. Vor allen Dingen der FDP-Abgeordnete Otto, der damals für Rundfunkpolitik zuständig war und in der Regierung auch etwas zu sagen hatte, war aber natürlich auf der Seite von Deutschlandfunk und so kam ein Kompromiss zustande. Der sah nicht so aus, dass wir gesagt hätten, wir schließen die, werden alle irgendwie versorgt. Der sah nicht so aus, dass man gesagt hätte, wir bauen das Personal ab. Nein, der sah so aus, wie Herr Otto immer den Rundfunk beschimpft hatte. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist viel zu hoch, groß besetzt, hat viel zu viele Leute. Aber vom RIAS, von dem Deutschlandsender DS Kultur und von Deutschlandfunk übernehmen wir 1400 Leute, die wir nie gebraucht hätten. Edmund Gruber, der damals Intendant war beim Deutschlandfunk, plädierte dafür, dass man das auch mit 500 Leuten tun könne. Aber der ist nur noch verlacht und in die Wüste gejagt worden. Und da ist dann dieses Produkt rausgekommen, was in Deutschland jetzt mittlerweile also immer noch zu viele Leute hat, aber keine Frequenzen. Ist noch ein bisschen polemisch, ne? Es sind ja auch viele junge Menschen hier heute, ja, das freut mich. Leo! Ja, sind auch hier und hören sich von uns allen die Geschichten an, ja, aber ich kann nur sagen, das können die sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, dass es zwei deutsche Staaten gab. Ja, also ich weiß es nicht. Ja, das ist schon erstaunlich, dass das alles so friedlich abgelaufen ist. Also ich darf auch sagen, dass ich als junger Offizieranwärter noch mit die Nationale Volksarmee abgewickelt habe. Also das darf man auch nicht vergessen. Nur zwei ehemals befeindete Armeen, die hätten ja nicht aufeinander geschossen wahrscheinlich, man weiß es nicht, ja, aber die sind sozusagen, ich habe das noch mitgemacht, ich war in Finsterwalde stationiert, Oberlo-Kirchhain, und wir haben das ganze alte NVA-Material abgewickelt. Ja. Also Sie können sich das nicht vorstellen, Fußballfelder von russischen Panzern, Geräten, Kanonen, das ist alles abgewickelt worden, weil natürlich das nicht mehr gewollt war. Herr Ertel, ich möchte an der Stelle doch eine Bemerkung machen. Ja? Weil ich das auch, ich habe damals von der Bundeswehr irgendeinen hohen Orden bekommen für meine Verdienste um die Abwicklung und die Vereinigung der Soldaten. Ich habe das viel mit Schönbohm diskutiert, der damals zuständig war als Abwickler bei der Bundeswehr, und mit Gerhard Stoltenberg. Hier in Vaterstetten, in Neukefalu haben wir das oft diskutiert. Stoltenberg kam mehrfach. Die hatten den großen Vorteil, dass die DDR-Soldaten auf Gehorsam verpflichtet waren, vereinigt waren. Denen hat das zwar alles nicht gepasst, aber sie haben gehorcht. Rudolf Mühfenzel hatte eine Truppe vor sich gegenüber, die war darauf verpflichtet, auf Freiheit. Und glaubte, nun endlich hat sie sie. Und hat sie sich die genommen und hat der Rudolf Mühfenzel gesagt, aber den Mund habt ihr zu halten. Und das hat es dem Rudolf Mühfenzel viel, viel schwieriger gemacht, mit 14.000 Leuten fertig zu werden, als Stoltenberg mit seinen hunderttausenden DDR-NVA-Soldaten. Aber trotzdem, war es ja, natürlich. Ja, es war eine tolle Leistung. Ja? Ja, ich habe noch eine Frage. Martina Klebender ist mein Name. Und zwar, Sie hatten ja vorher gesagt, Sie waren im Axel Springer Haus, als Sie mehr oder weniger schon gemerkt haben, was da in der Luft ist, und haben das ja dann auch verlassen. Axel Springer hatte ja die große Vision der Wiedervereinigung. Jetzt waren Sie natürlich dann, mussten die Party verlassen, aber haben Sie vielleicht Informationen darüber, was dann dort noch abgelaufen ist? Weil das würde mich schon mal interessieren, also so ein Visionär, der immer, der auch dort dieses Haus errichtet hat, immer daran geglaubt hat, dass es irgendwann wieder ein geeignet wird. Was denn dieser Nacht da abgelaufen ist? Was da abgelaufen ist, genau. Haben Sie da Informationen? Nein, ich muss Ihnen ehrlich sagen, also es hat mich auch nicht interessiert. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Ich vermute, die Party war relativ bald over. Ja, weil halt dort Tutte Demi Morne war versammelt und die wollten natürlich alle raus in die Stadt. Und sind dann an die Mauer gefahren und haben dort halt mit demonstriert und geschrien und gejubelt und getrunken und getanzt. Aber ich kann es Ihnen nicht sagen, nein, ich weiß es nicht. Danke. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar,
Guten Abend. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, ob Sie was von der Treuhand mitbekommen haben, wie die zustande gekommen ist. Da hört man ja viele negative Sachen drüber. Und das würde ich gerne mal näher wissen. Also viel weiß ich nicht. Aber ich darf Ihnen sagen, dass Detlef Kasten-Rohwedder, der zweite Vorsitzende der Treuhand, seit Studentenzeiten ein Dutzfreund von mir war. Ich habe wenige Menschen in meinem Leben geduzt, aber er gehörte dazu. Und ich war am grünen Donnerstag 1992, war das, glaube ich, auf seine Bitte hin bei ihm einen ganzen Vormittag. Und er hatte mich gebeten, weil er auch natürlich Babelsberg abzuwickeln hatte, also die alte Uferzentrale. Und er war der Ansicht, dass ich da vielleicht dazu beitragen könnte. Und ich habe ihm dann auch ein Papier gemacht. Und wir haben das dann 4-5 Stunden lang in einem kleinen Kreis von Fachleuten diskutiert. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen noch zusammen, ich schon eine Kleinigkeit essen, dann fahren wir nach Hause. Und dann ist er ja 4 Tage später ermordet worden. Und ich habe ihn gefragt, warum hast du eigentlich keine Angst um dein Leben? In diesem Gespräch, 4 Tage vorher. Und da hat er mir gesagt, du weißt, wenn man mich erschießen will oder ermorden will, irgendwo erwischt man mich sowieso, so gesichert kann ich gar nicht leben. Ja, hast du denn wenigstens schusssichere Fenstergläser? Nee, brauche ich nicht. Und durch diese nicht schusssicheren Fenster haben sie ihn dann erschossen. Und seine Frau, die ich natürlich auch kenne, hat es der Bundesregierung bis heute nicht nachgesehen, dass er nicht darauf gedrungen hat, dass er schusssichere Fensterscheiben bekommen hat. Ich erzähle das deswegen, weil ich also auch aus persönlichen Gründen den Kasten Rohwedder für einen todanständigen Menschen gehalten habe. Es war ja vor wenigen Tagen, vor 8 Tagen, eine große Dokumentation im Fernsehen dazu. Auch da gilt, der Zeitdruck war ja immens. Und der politisch vorgegebene Glaube war ja, dass man aus dem, was DDR-Staatseigentum war, wenn man es sozusagen in die Wirtschaft einbringt, einen großen Teil der Lasten oder einen erheblichen Teil der Lasten der Wiedervereinigung würde finanzieren können. Das ist offensichtlich nicht in dem erhofften Maße gelungen. Ja. Und dafür kann man dann auch sagen, war Detlef Kasten-Rohwedder mitschuldig. Aber ich bin sicher, dass man ihm das nicht persönlich anlasten kann, sondern das war ja ein falscher Blick in die Zukunft. Ja, und die Zukunft ist immer mit Irrtum belastet. Und deshalb hat mir das also neulich auch sehr wehgetan, als ich das gesehen habe. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Babelsberg, wo ich ja auch noch gelegentlich zu tun hatte danach, im Grunde heute ein Erfolgsprojekt ist und so gelungen ist, wie wir das an dem Tag angedacht hatten. Aha. Ja, also das muss ich wirklich sagen, das ist ein Erfolgsprojekt. So, jetzt muss ich die Reihenfolge einhalten. Die Dame mit dem... Sie hatten sich doch noch gemeldet, oder? Nee, sie kommt nicht mehr, dann dürfen Sie. Sie haben in Ihren Ausführungen dargestellt, welche Länder gegen eine Wiedervereinigung waren. England und Frankreich. Wer hat denn von den restlichen Ländern die Hand darauf, also die Führung übernommen und hat dann diese Länder auch überzeugt? Letztendlich. Ich glaube, das war vor allen Dingen George W. Bush, also die Amerikaner. Mhm. Ja? Und da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die damals noch existierende Sowjetunion mitgezogen hat. Das ist ja, wenn Sie so wollen, auch eine erstaunliche Kunst der Politik, die von Helmut Kohl. Ja, der verhandelt also nicht alles und jedes, aber in diesem Fall die deutsche Wiedervereinigung mit Gorbatschow.
und sitzt mit dem am Rhein auf der Mauer und guckt in den Rhein und sagt, guck mal, hier ist da also vor so und so vielen Jahren mein Bruder im Krieg gegen Frankreich gestorben, das soll uns nie wieder passieren. Und dann wird der Gorbatschow Ende August abgelöst und davongejagt, ich hätte beinahe gesagt, wie ein räudiger Hund, von Jelzin. Und was passiert? Wenige Wochen später sitzt der Helmut Kohl schon wieder mit Jelzin in der Sauna. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, also ich meine, ich kenne keinen Politiker, der mit dem anderen in die Sauna geht. Aber in dem Tempo, ja, weil der den gebraucht hat für die Wiedervereinigung. Natürlich. Ja, also da ist sicherlich sehr viel, weil eine Politik ist, hat auch was zu tun mit persönlichem Umgang. Ist also sozusagen bei den Russen, die auch ein sehr, sehr, ich bin ja lang, 12 Jahre lang durch Russland sehr viel gereist, bis hin tief hinein nach Sibirien. Da ist bei den Russen auch sehr viel Sentimentalität mit im Gange. Ja. Wobei ich jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen muss, zu sagen, dass Helmut Kohl Pfälzer ist. Ich wollte, ja. Wie ich auch, und wir sind so. Ja, ja. Rustikal und trinkfest, essen gern. Und deswegen hat das wahrscheinlich funktioniert. Ne? Saumagen. Auch wenn es sein muss. Noch Fragen? Vielleicht noch eine und dann würde ich so langsam sagen, aufgrund der Zeit, bitte. Als Berliner sind Sie am Samstag in Berlin zur Feier des 30-jährigen Mauerfalls, oder? Gnädige Frau, ich bin seit einigen Jahren im Pflegefall. Das war ich nie in meinem Leben, habe ich auch nicht vorstellen können. Aber ich habe auch 2 Kinder in Berlin und 4 Enkel. Aber traue ich mir noch nicht wieder zu. Der RBB überträgt Samstag ab 13 Uhr live. Das ist sein Auftrag. Okay, also wenn jetzt keine Fragen sind, die wir noch vor Kamera und so beantworten, sondern ich denke, der Referent ist auch noch ein paar Minütchen da. Er gibt sicherlich auch Autogramme, wie ich ihn kenne. Würde ich sagen, wir beschließen das. Maxi, wir gehen offline. Und ich finde, es war toll, tolles Erlebnis, mit so einer Akkuratesse einen Vortrag zu hören. Also wirklich Hut ab, kann ich nur sagen. Und danke auch für Ihre Fragen. Und der nächste Vortrag mit Günter von Lenewski ist am 22.01. Es geht um die Macht der Medien. Sehr wahrscheinlich wieder hier. Sie sind alle herzlich eingeladen und jetzt trinken wir noch ein Gläschen Woi oder ein Bierchen oder so irgendetwas und reden noch ein bisschen miteinander. Und dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Nachhauseweg. Danke.